Guten Tag. Danke, dass Sie sich Zeit für dieses Video nehmen. Sprechen wir heute einmal über das Verkaufen. Denn verkauft wird immer. Alle leben vom Verkauf, aber keiner will es gewesen sein. Verschämt nennen sich Verkäufer heute Berater, Gebietsleiter, Agenten, Beauftragte oder Vertriebsleiter. Noch nie habe ich eine Visitenkarte in die Hand gedrückt bekommen, auf der zum Beispiel im Klartext steht: Firma Rödel und Rasch, Hartmut Haurein, Verkäufer. Irgendwie umweht den Beruf des Verkäufers in weiten Kreisen der Bevölkerung immer noch ein merkwürdiger Geruch. Das ist schade, denn verkauft wird immer und überall, nicht nur im Geschäftsleben. Und das ist gut so. Wir alle sind doch Verkäufer. Immer wenn eine Person eine andere dazu bringen will, etwas Bestimmtes zu tun, zu unterlassen oder eine Entscheidung zu treffen, wird verkauft. Da wirbt ein Minister für ein bestimmtes Gesetzesvorhaben. Der junge Mann macht seiner Angebeteten klar, dass er für sie der einzig Richtige ist, völlig alternativlos. Die Ehefrau verkauft dem Gatten, dass der Urlaub am Meer doch wesentlich schöner ist als die Wandertour im Gebirge. Der halbwüchsige Sohn überzeugt seine Eltern davon, dass er ohne das neueste Mobiltelefon der totalen sozialen Ächtung und damit hoffnungsloser Einsamkeit anheimfällt. Der Jobsuchende verdeutlicht seinem zukünftigen Arbeitgeber, dass er für die ausgeschriebene Stelle die passende Besetzung ist. Und zuletzt der Klassiker. Die Verkäuferin im Laden fragt, ob es etwas mehr sein darf. Ständig werden wir beeinflusst und beeinflussen andere. Verkaufen ist also etwas ganz Normales und in keiner Weise anrüchig. Jeder tut es jeden Tag. Erfolg spielt sich ja immer zwischen Menschen ab. Ohne den Austausch von Waren, Dienstleistungen, Wissen und Ideen gibt es keinen Erfolg. Erfolgreich ist der, der ein materielles oder ideelles Bedürfnis seiner Zielgruppe befriedigt. Erfolgreich ist der, der für einen anderen ein Problem löst oder dessen Leben verbessert, bereichert, verschönert. Doch bevor es dazu kommt, muss der andere davon Kenntnis haben, dass es hier jemanden gibt, der etwas für ihn tun kann. Und das funktioniert über Werbung und Verkaufsgespräche, sowohl beruflich als auch privat. Verkaufen bedeutet also, andere über das eigene Angebot, die eigenen Qualitäten, die eigenen Ansichten zu informieren und um eine Entscheidung zu bitten. Das ist legitim und nützlich. Es funktioniert nicht mehr so, wie die alten Kaufleute zu sagen pflegten: Unsere Ware und unser Service sprechen für sich. Tun sie eben nicht. Wie sagte es doch Henry Ford so schön: Enten legen ihre Eier in Stille. Hühner gackern dabei wie verrückt. Was ist die Folge? Alle Welt isst Hühnereier. Also lassen Sie uns gackern. Es hilft allen und verkaufen ist nichts Böses.